Willkommen zu Alfreds Insekten- und Tierwelt. Heute befassen wir uns mit dem neukaledonischen Kronengecko Corylophus ciliatus. Alles, was ihr über dieses interessante Tier hören wollt, erfahrt ihr jetzt. Schon der Name neukaledonischer Kronengecko verrät, wo dieses schöne Tier herkommt. Aus Neukaledonien, also wie auf dieser Karte gezeigt, von einer zu Frankreich gehörenden Inselgruppe nordöstlich von Australien im südwestlichen Pazifik. Neukaledonien liegt damit in einer tropischen Klimazone. Die Geckos findet man in Tieflandregenwäldern, wo sie sich bevorzugt auf Bäumen in Höhe von etwa 1 bis 4 Metern aufhalten. Sie sind nachtaktiv und verstecken sich tagsüber. Kronengeckos sind vergleichsweise groß, das heißt, sie werden bis zu 22 cm lang. Dabei beträgt die Länge von Kopf bis Rumpf ca. 10 bis 13 cm. Ausgewachsen wiegen sie 30 bis 45 Gramm. Es gibt viele Farbformen und die hier gezeigte bezeichnet man als Dalmatiner. Kronengeckos können sich sehr schnell bewegen, tun dies aber nur selten. Wenn sie es tun, springen sie gerne. Kronengeckos sind handzahm und können problemlos sogar gestreichelt werden. Wenn sie dann springen, sollte man nicht versuchen, sie am Schwanz zu halten, denn der kann abgeworfen werden. Leider wächst er auch nicht wieder nach, was unproblematisch für die Tiere ist, ihr Aussehen aber massiv verändert. An den Füßen haben Kronengeckos Lamellen und Krallen, sodass sie sich sowohl an glatten Oberflächen wie Glas festhalten, aber auch an rauen Gegenständen wie Korkröhren hochklettern können. Auch der Schwanz wird zum Greifen verwendet und hilft dadurch beim Klettern. Kronengeckos sind nicht gefährlich, ungiftig und können auch nicht stark zubeißen. Wir halten unseren Kronengecko in einem vergleichsweise großen Terrarium, das 1,30 Meter lang, 45 cm tief und 80 cm hoch ist. Mindestens sollte die Größe für ein Tier jedoch 60 x 60 x 80 betragen. Innen muss das Terrarium viele Klettermöglichkeiten aufweisen. Die Temperatur sollte tagsüber ca. 24 bis 28 Grad betragen. Nachts kann sie leicht abgesenkt werden. Eine Luftfeuchtigkeit von ca. 60% am Tag und etwa 80% in der Nacht ist empfehlenswert. Bei Kronengeckos ist die Art der Beleuchtung umstritten. Manche Quellen sagen, dass dieses nachtaktive Tier keine UV-Beleuchtung braucht. In anderen Quellen findet man, dass UV-Beleuchtung zur gesunden Entwicklung des Tieres beiträgt. Wir selbst nutzen eine 50 Watt UV-Lampe, da wir denken, dass es der Strahlung in der natürlichen Umgebung nahe kommt, dem Tier sicherlich nicht schadet und zudem dazu beiträgt, dass im Terrarium die angestrebte Temperatur erreicht wird. Eine dichte Bepflanzung des Terrariums ist wichtig, damit sich die Geckos gut verstecken können. Sie trägt aber auch zur konstanten Luftfeuchtigkeit bei. Als Bodengrund eignet sich Kokoshumus besonders gut, da er feuchtigkeitsspeichernd ist. Zudem empfehlen wir, den Bodengrund mit weißen Asseln und mit Springschwänzen zu impfen, da diese als Bodenpolizei viele Futterreste und Abfälle fressen und somit das ganze Terrarium sauber halten. Verstreutes Laub auf dem Bodengrund trägt zum Wohlbefinden der Bodenpolizei bei und da es in der Natur ja auch vorkommt, lässt es das Terrarium natürlicher wirken. In der Natur ernähren sich Kronengeckos überwiegend von überreifen Früchten, aber auch Insekten. Im Terrarium kann man leicht süße Früchte, wie hier Bananen, oder kleine Tiere, wie Heimchen oder Grillen, verfüttern. Natürlich gibt es auch Gecko-Spezialfutter und Jellies, die den Tieren schmecken. Am besten man experimentiert und findet so heraus, was dem Tier am besten schmeckt. Zur Zucht muss man nur Männchen und Weibchen zusammenbringen. Das Weibchen legt dann mehrmals im Jahr 2 Eier, die entnommen und in einem Inkubator bei ca. 21 bis 28 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 90% ausgebrütet werden müssen.
Die Entwicklungszeit ist dann sehr von der Temperatur abhängig und schwankt zwischen 60 und 120 Tagen. Abschließend lässt sich feststellen, dass Kronengeckos sehr gut für Anfänger geeignet sind. Sie sind friedliebend und anspruchslos in der Haltung. Ab und an wird man sie im Terrarium suchen müssen, hat man sie aber gefunden, danken sie es einem durch ihr zutrauliches Verhalten. So, liebe Freunde, damit sind wir nun für heute am Ende unseres Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann macht den Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Tschüss und alles Gute, euer Alfred.